Unser nächster Speaker, bevor es mit Musik weitergeht, ist ein zertifizierter Sachverständiger für Cannabis-Medikation. Auch ist er der ehemalige Beauftragte für Drogen- und Suchtpolitik bei den Piraten. Und aktuell Vorsitzender des CSC High Ground Berlin. Und natürlich aktiver Twitterer und Weedmob-Kollege Oliver Wach-Jürgensen. Danke. Danke, Doc. Hallo Leute, schön, dass ihr alle heute da seid. Ich mache das mal ein bisschen höher im Moment. Ihr hört mich, ja? Super. Haben mich ein bisschen verspätet, gab ein bisschen Orga-Fu, aber schön, heute hier zu sein und klasse, dass ihr heute auch hier seid, um uns zuzuhören und mitzulaufen. Bevor ich euch ein wenig über CSC und die Deutsche Basisdemokratische Bewegung erzähle, möchte ich Folgendes sagen. Wir sind die Lösung und nicht das Problem. Das Problem ist das Betäubungsmittelgesetz. Das Problem sind rassistische Polizeikontrollen. Das Problem sind die jahrzehntelangen Stigmatisierungen. Das Problem sind die Lügen und die Abwertung von Substanz und Userinnen. Das Problem sind Strafen für Cannabis. Cannabis raus aus dem BTMG. Musste ich kurz loswerden. Ich bin heute hier, um ein paar Worte zu Cannabis Social Clubs zu verlieren, weil das auch immer noch ein bisschen unsicher ist. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ist es eine Abgabestelle? Ist es eine Genossenschaft? Ist es, was weiß ich, ein Verein? Cannabis Social Clubs haben eine Entstehungsgeschichte. Sie sind aus zivilem Ungehorsam geboren. Menschen haben Gesetze ignoriert, um anderen Menschen zu helfen. Aktivisten haben das Konzept verfolgt, ausgebaut und ENCODE, die EU-weite Organisation für eine bessere Drogenpolitik, hat den strukturellen Rahmen geschaffen. Von ENCODE kommen die Richtlinien für CSC in EU-Ländern mit Verbot. Und sie haben die Kampagne Freedom to Farm, letztendlich die Basis unseres Handelns, kreiert. Die Organisation setzt sich aus Vertretern verschiedener EU-Länder zusammen, die alle lange im Thema sind. Also es gibt eine existierende und arbeitsfähige EU-weite Organisation für Cannabis Social Clubs. Viele nicht kommerzielle Clubs in Spanien haben sich bis heute am ENCODE-Konzept orientiert. CSC sind immer Vereine, nicht kommerzielle Gemeinschaften, die ohne Gewinnabsicht ihre Mitglieder versorgen. Ich möchte das an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen. Wer das zu verkappten Businessmodellen umdeutet oder über Scheinvereine Gewinnabsichten verschleiern will, der hat das Konzept entweder nicht verstanden oder ist ignorant. Es ist keine Genossenschaft, kein wie auch immer gearteter Geschäftsbetrieb, kein Start-up und keine Hintertür für von der Regierung enttäuschte Investoren. Es ist unser Konzept, basisdemokratisch, auf dem Boden des Vereinsrechts. Wir haben den Zuschlag bekommen aus der Politik. Wir sind die Brückentechnologie in eine echte Legalisierung. Es gibt zurzeit 22 Länder auf der Welt, in denen Cannabis Social Clubs betrieben werden, die also Cannabis an die Mitglieder abgeben. Ist nichts Neues, muss auch nicht neu erfunden werden und schon gar nicht vom, ja, egal, komme ich später zu. Eine kleine basisdemokratische Revolution, unstrittig. Auch der Hinweis darauf, dass es hier nicht nur um Deutschland geht. Cannabis ist ein EU-Thema, ein globales Thema geworden, was viele interessiert, viele angeht, viele Länder bewegt. Der Deutsche Dachverband für CSC ist mit den Dachorganisationen in anderen Ländern gut vernetzt. Als wir am 01.06.2022 mit 14 Leuten den CSC Highground Berlin gegründet hatten, gab es zu dem Zeitpunkt 6 Vereine in Deutschland, die sich CSC nannten. Teilweise inaktiv, teilweise engagiert. Cannabis darf nicht legal produziert werden, eigentlich unnötig zu erwähnen, aber ich sage es nochmal. Darum sind wir im Moment also eingetragene politische Vereine mit dem Auftrag, die Legalisierung voranzutreiben und sich darauf so gut es geht vorzubereiten. Hinzu kam die Überlegung der Aktiven, dass eine Bewegung von der Basis zusätzlich zu verbündeten Organisationen, Versammlungen und Aufzügen den Druck auf die Politik erhöhen kann. Politische Macht, Präsenz.
Auf der Cannabis-Normalkonferenz vom Deutschen Hanfverband im Sommer 2022 waren sich die Damen Kirsten Kappert von den Grünen, Carmen Wegge von der SPD und Christine Lüttke von der FDP auf dem Podium parteiübergreifend einig. Eigenanbau und Anbauvereine seien mit leichten Anpassungen im Vereinsrecht kein Problem. Mit dieser Aussage hatten sie die Bewegung beflügelt. Ahnten wir doch damals schon, dass lizenzierte Fachgeschäfte in der EU nicht durchgehen und der SPD die Chuzpe fehlt, es trotzdem durchzuziehen. Das ist auch so ein Ding. Ist leider alles sehr weichgespült bisher und man will niemanden provozieren. Gesagt, getan, 4 Monate später gründeten 11 Vereine, eine Mischung aus neuen und alten Vorständen, den Verein CSC Dachverband Deutschland. Wir wollten so politische Kraft bündeln und helfen, Konzepte und Strukturen für die kommende Legalisierung zu entwerfen. Denn Kiffen ist politisch, jetzt mehr als je zuvor. Ich weiß, es gibt ein paar von euch, die finden das gar nicht, die wollen nur ihr Ort kriegen, aber es ist verdammt politisch zu kiffen und es ist nicht passiv. Ich habe ein bisschen Druck, ich muss mich beeilen, ich habe eine riesen Rede für euch geschrieben, ich werde die nochmal veröffentlichen, aber ich war zu spät dran, es gab Orga-Fu mit unserem Wagen. Aber Folgendes noch. Eine unglaubliche Welle von Aktion, Aktivismus und Vereinsgründungen war die Folge. Und die Sache fand ihren vorläufigen Höhepunkt in der Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im März diesen Jahres. In der Folge wurden über 100 Vereine gegründet. Und einige tausend wollten Mitglieder werden. Cannabis Social Clubs sind die Lösung. Das verstanden auch die Minister Özdemir und Lauterbach. Am Tag der Pressekonferenz haben Beteiligte aus der Initiative erste Interviews gegeben. Da war der Bundesgesundheitsminister noch nicht fertig. Das belegt das große öffentliche Interesse am Thema. Es ist kein Randthema mehr. Es hat Interesse geweckt. Wir haben auflagestärksten Zeitungen Interviews gegeben. Ihr wisst das eigentlich, die meisten von euch alles. Das ist aber eigentlich der Hammer, dass wir innerhalb eines Jahres so weit gekommen sind. Das ist der Hammer. Ja? Niemand traut uns sowas zu, verantwortlich, organisiert und systematisch vorzugehen. Und genau das haben wir gemacht im vergangenen Jahr. Genau das ist die CSC-Initiative. Ich komme langsam zum Ende, sonst tritt der Doc mich gleich vors Schienbein. Also nur mal so, man setzt uns hier um die Ecke Bierwerbung mit einem 4-jährigen Buben vor die Nase, ja, als Werbeträger, aber will mit uns über Abstandsregeln und Jugendschutz diskutieren. Und dann ist man verwundert über unsere Ablehnung. Ja, warum denn, wenn ihr uns so verarscht? Wir vermitteln bekömmlichere Konsumformen und bieten sichere Räume. Wir wissen, wie Cannabis geht. Wir sind die Lösung. Das Problem ist das Betäubungsmittelgesetz. Das Problem sind rassistische Polizeikontrollen und die jahrzehntelange Stigmatisierung. Das Problem sind die Lügen und die Abwertung von Substanz und UserInnen. Cannabis raus aus dem BTMG. Viel Spaß auf der Hanfparade. Vielen Dank, Oliver Wag-Jürgensen.